Willkommen zurück zu Live in the Woods. Und zwar, ich bin schon mal ein Stückchen vorgelaufen. Und ja, hier sieht es eigentlich ganz schick aus, würde ich mal so behaupten. Also wir haben hier Wald, wir haben hier Wiese, wo man schön ein Feld anlegen kann. Und ja, deswegen dachte ich, hier ist es doch gar nicht mal so verkehrt. Aber hier haben wir natürlich auch Grillen. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, ob wir jetzt hier bleiben oder vielleicht doch noch ein Stück weiterlaufen sollten, um zu schauen, wo wir bauen. Obwohl es hier eigentlich recht schick ist eigentlich, von der Umgebung her. Hallo Ente. Weil Kühe haben wir hier hinten. Enten, wie man hier sieht. Ein großes Areal. Schafe sind da unten. Da hinten haben wir einen riesen Baum. Und deswegen finde ich es hier eigentlich gar nicht mal so verkehrt, wenn wir hier bauen würden. Natürlich könnten die hier zum Problem werden. Die Grillen. Aber naja, hier unten haben wir so einen schicken See. Dann könnte man doch hier oben bauen. Da hier so das Feld anlegen da. Ja, das wäre doch schon was. Würde ich mal so sagen. Hier haben wir mehr. Ja, da hinten könnte man Steine holen. Da haben wir einen schicken Baum, den wir da stehen lassen können, einen großen. Wäre zu überlegen, würde ich mal sagen. Okay. Ich weiß nicht, so. Also hier können wir einiges bauen und einiges machen. Wie gesagt, hier ist halt mit dem Wasser ist schon ganz schick und ja, hier natürlich, wie gesagt, genug Platz zum Bauen und wir können da vorne halt einen schicken Garten anlegen, sodass wir in Ruhe essen, überleben können und so weiter und so fort. Weil wir haben ja ein bisschen was, was wir hier anbauen können. Zum Bauen haben wir auch einiges. Ja, also ich würde sagen, hier ist es eigentlich relativ schön. Ein Bett habe ich zwischenzeitlich auch gemacht, wie man hier sieht. Ich kann das nicht hier auf Gras stellen. Natürlich geht das nicht, okay. Dann machen wir uns doch mal ganz kurz ein Bettchen hier, dass wir schlafen können die Nacht über. So, also ich würde sagen, hier ist es doch ganz okay. So, noch mal ein paar Bretter. Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal eine Kiste machen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Machen wir gerade mal zwei Stück. Dann können wir erstmal. Ich schmeiß jetzt hier erstmal alles rein, so dass wir genügend Platz haben für unsere Bauutensilien. Dann noch Holz, Speckstein kommt da rein, obwohl brauchen wir jetzt gleich Faden, da können wir uns eigentlich eine Angel draus basteln. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie noch eine Angel ging. Ich weiß gar nicht, war das so? Tatsache. Das heißt, wir können sogar angeln, um zu überleben. Also wir haben hier ganz gute Ausgangsposition, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Okay, dann wollte ich machen. Jetzt habe ich natürlich die Stickies weggelegt, ich Idiot. Und zwar machen wir gerade mal zwei Schaufeln. Ist vielleicht gesünder. So, dass wir, ja, mal gucken, dass wir erstmal hier uns ein bisschen Platz schaffen. So, dass wir gut bauen können. Würde ich mal so sagen.
Das können wir eigentlich mal kurz verkürzen. So. Dann können wir hier erstmal so ein bisschen auffüllen. Ach, also hier teilweise, wie man sieht, gibt es hier aber auch Probleme mit dem Shader. Das ist jetzt der Light. Wir hauen mal den Medium rein, ob das dann besser wird. Irgendwie teilweise hat er hier manchmal Probleme. Okay. Gut, hier haben wir aufgefüllt. Das ist schon gerade ein bisschen nervig. Ich hatte auch Probleme mit meinem OBS, deswegen nehme ich gerade mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf. Weil mir das Java immer abstürzt. Also gibt man dann immer einen Java-Fehler raus. Das ist dann natürlich nicht so schick. Naja, muss ich mal schauen, woran es liegt. Ich hoffe, das kommt jetzt also in die Quere. So, ich würde sagen, hier oben könnten wir doch eigentlich schick unser Häuschen hinbauen. Ja, ich fahre jetzt einfach mal da unten drüber weg. So, dann würde ich sagen, wir machen das jetzt erstmal nicht allzu groß. Ich fange jetzt einfach mal so an. Okay, das mit dem Shader muss ich erstmal nachschauen. 34 Steine haben wir noch. So, dass wir es. Also ich würde gerne den Fußboden so belassen. Was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir noch eins. Ja, das ist jetzt mit dem Shader echt bescheiden. Denn okay, ich muss jetzt erstmal, so leid es mir tut, den Shader rausnehmen, bevor ich das geklärt habe, warum das so ist, wie es ist. Ob es jetzt besser ist, mal schauen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist doch kacke. Also irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie ist immer irgendwie ein Problem. Also an den Shader scheint es nicht zu liegen, komischerweise. Weil es ist egal, welchen Shader ich jetzt verwende. Sieht natürlich besser aus. So, 15 haben wir noch. Können wir noch zwei reinsetzen. Das noch hin? Ja, so. Okay, dann außenrum. Würde ich sagen, nehmen wir das Holz. Sieht eigentlich ganz schick aus. Klar, hat es auch mal schön verbaut. Hier unsere Grundlage schon mal für unser Haus. Würde ich jetzt mal sagen, ja, das machen wir. Wie viel Holz haben wir jetzt noch? Schauen wir mal nach. Birkenholz 24. Dann machen wir mal Folgendes. So, das ist schon mal unser Grundgerüst. Jetzt können wir ja mal schauen, wie das aussehen würde, wenn man das jetzt kombiniert mit diesem Holz, dass da nicht einfach zu dunkel ist. Weil ich habe es halt gern schick. Wenn ich schon was baue, hätte ich es auch gerne schick. Okay, also es ist mir zu dunkel, das gefällt mir nicht. Deswegen bauen wir das jetzt mal wieder ab.
Hallo Grille. Also immer du von mir möchtest. Es gibt halt keine Zeit für dich. Hier füllen wir auch mal erstmal auf. So, dann haben wir da drüben auch helles Holz. Mal schauen. Gehen wir da erstmal dahin. Eichenholz, okay. Was ich gerne hätte, wäre Kirschholz. Aber leider sehe ich jetzt hier gerade keins. So, dann gehen wir mal darüber gucken, was wir da so finden. Was haben wir hier? Das ist natürlich auch schwarz, Eichenholz. Was haben wir hier? Chromalit. Okay. Hier haben wir genug Steinkohle. Aber das baue ich jetzt mal nicht ab. Wir sind ja hier wegen Holz. Das nehmen wir jetzt auch erstmal mit. So, dass wir dann was Schickes bauen können. So, den nehmen wir noch mit. Dann wäre natürlich ein bisschen Sand nicht schlecht für Glas. Zack. So, wie gesagt, erstmal ein bisschen was mitnehmen, dass wir bauen können. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Sand mit. Ich müsste jetzt nicht herumkrebsen, aber so mit dem Sand. Und wie gesagt, für Fenster und so ist Glas halt recht schick. So, das sollte jetzt erstmal genügen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Was haben wir hier? Oh, nochmal was für unseren Garten. So, oh, den Ofen und so. Das stellen wir nachher alles richtig. Dann hauen wir jetzt erstmal hier den Sand rein. Dann putzen wir erstmal was zu essen. So, dann... Ah, ist noch nicht dunkel genug, okay. Dann hauen wir uns erstmal das Eichenholz hier rein. So, das war einfach zu dunkel. So, wie sieht das aus? Wenn wir das so kombinieren. Ich will es aber auch nicht ganz aus Dings machen. Aus Birkenholz. Das sieht auch nichts aus, wenn man nur eine Farbe hat. Das ist halt so meine persönliche Meinung. Schlafen wir erst nochmal ein Ründchen. So, dann... Okay, komm, dann nehmen wir jetzt einfach erstmal unser Birkenholz. Ach, das ist doch manchmal... Natürlich jetzt unsymmetrisch, das ist natürlich scheiße. So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Habe ich gar nicht dran gedacht eben.
Holz überhaupt lang, dass wir erstmal hier einen Rahmen ziehen können, so. Sollte langen. So, dass wir erstmal den Grundriss unserer Bude haben. Das ist doch schon mal ganz okay. So, das Bett stellen wir sowieso woanders dahin. Das stellen wir jetzt erstmal da hinten hin. So. Wie sieht es bei unserem Glas aus? Ach nee, das war ja anders. Okay, so. Wie gesagt, das mit den Grafikbugs tut mir echt leid, aber ich weiß gerade nicht, woran es liegt. Ich habe mein Java aktualisiert und alles, daran liegt es schon mal nicht. So. Okay, jetzt haben wir doch schon mal einen Grundriss unserer Hütte. Finde ich auch recht angenehm eigentlich. Dann, was wollte ich machen? Erstmal hier uns entledigen von dem Zeug. Dann setzen wir uns jetzt mal unsere Kürbislaternchen für ein bisschen Licht. So, nachtig. Hier setzen wir noch eins. Und da. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Licht in der Bude. Dann machen wir uns mal eine Türe. So. Wo ist die Druckplatte hin? Da. Zack. So, das ist auch schon mal ganz okay. Bauen wir so eine Treppenstufe erstmal. So. Okay. Soweit zu unserem Grundriss, den wir jetzt fertig haben. In der nächsten Folge bauen wir weiter und werden versuchen, ein Feld anzulegen. Aber ich würde sagen, wir brauchen erstmal Eisen, dass wir eine Hake und so machen können. Und deswegen, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.